Warnung! Diese Sendung enthält derben Humor, Kraftausdrücke, schockierende Bilder, Sex zwischen Puppen und Menschen, extreme Gewaltexzesse sowie Elektrogeräte für den Hausgebrauch ohne die Benutzung adäquater Sicherheitsausrüstung. Sie ficken alle Batman, im Wayman hat der Betüle, man hört auf ins Lustgestühle und das Bett sieht voll versaut aus. Ich ficke Amy Winehouse. Oh, er fickt Amy Winehouse. Und jetzt patsch ich dich aus, du devote Sau. Hört mal alle her, ich suche dringend den G-Punkt von der Frau. Aufgepasst, Leute, Wilma Eier kraulen. Also meine kriegst du dafür nicht. Am Ende waren es nicht Bomben und Gewehre, die die Außerirdischen besiegten, sondern Gottes unscheinbarstes Geschöpf, der Tyrannosaurus Rex. Was hat's denn hier so blöd? Guten Abend! Ihr habt noch keine Schambehaarung und seid noch nicht reif zur Paarung. Du bist vielleicht leicht zu durchschauen, mein Lieber, aber bei mir ist das ein bisschen komplizierter. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Du Blödmann! Ich jetzt? Fick dich und deine Mutter, du Hurensohn. Ey, du dumme Nutte, renn mir nicht dauernd um die Füße, was soll der Scheiß? Du gehst mir voll auf die Nerven. Ich bin schon ganz ruhig. Also Haschisch in den Taschen, hast du immer was zu naschen. Letzte Frage. Was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Und... Was zum Teufel ist bloß los mit Ihnen? Eine Ente? Ich bin hier wegen eines Jobs. Eines Jobs. Soweit ich weiß, hat dieser Job nichts zu tun mit einer schwanzlutschenden gottverdammten Ente. Oh, verdammt! Das ist schon wieder so ein Quantenphysik-Scheiß. Bist du dumm oder sowas? Snickers, sehr gut. Eine Mutterlutschende Hölle, Pimmel! Ja, ich weiß.